Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. 17:10 haben wir es und wir stehen kurz davor, unser wichtigstes Ziel erreicht zu haben, um hier losschlagen zu können. Allerdings, aber, es ist schon wieder was passiert. Etwas, was schon beim letzten Mal in der letzten Folge passiert ist und dessen Tragweite ich nicht richtig erkannt habe. Erinnert ihr euch, dass Ferrara, ja, Verteidiger des katholischen Glaubens geworden ist? Und das Problem ist, Frankfurt hat katholischen Glauben. Das heißt, der Plan hier, Frankfurt den Krieg zu erklären, der ist schon ohne Ferrara ziemlich eng, würde ich mal sagen, mit Niederlande, Schlesien, Pfalz und Aachen. Die haben zusammen etwa so viel, vielleicht sogar ein bisschen mehr, als das, was wir hier in die Waagschale werfen können. Aber wenn jetzt noch Ferrara auftaucht, puh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir gucken uns mal kurz an, was wir von Ferrara so zu halten. Oh mein Gott. Die haben 68.000 Mann. Ne, Leute. Ich will hier nicht Selbstmord begehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wir können das nicht durchziehen. Wir können nur hoffen, dass es irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen blöden Angriff gibt. Vielleicht wieder von den Osmanen auf Österreich. Aber die haben jetzt erstmal Frieden bis 1714. Das geht ja eigentlich nur 4 Jahre. Dass es da einen Angriff gibt. Und dann, Österreich ist doch noch katholisch, ja. Dann müssen sie eigentlich mitziehen. Das wäre eigentlich ganz cool, weil sie auch mit Frankreich so verbündet ist. Das würde hier ein bisschen, ja, okay, also das hilft nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten. Na gut, jetzt machen wir erstmal eine schöne Sache. Okay, Russland kriegt wieder unfassbar viele Provinzen. Im Altai. Ja, aber jetzt machen wir eine schöne Sache, sagte ich. Jetzt warten wir, bis wir die 400 haben. Und dann können wir hier das tun. Das, worauf wir die ganze Zeit gewartet haben. Erweiterte Nachschubkolonnen. Wenn wir mehr Ressourcen in unsere Nachschubkolonnen stecken, kann unsere Armee längere Zeit im feindlichen Gebiet verbringen. Weniger Verschleiß. Das ist aber gar nicht das, worauf wir scharf waren. Sondern das hier. Einheitenlimit. Plus 50% als Sondermöglichkeit. Yeah, Leute. Was heißt das? Hat er noch nicht drin? Oh, jetzt sind wir erstmal unbestechlich. Nicht jeder, dem Feind hilft, erkennt die wahre Natur seines Vorstoßes. Das kennen wir schon. Tod den Spionen. Ja, der Livonische Orden hat so ein bisschen Pech gehabt. Russland hat Österreich als Rivalen. Russlands Staatsehe mit Preußen ist zerbrochen. So, Leute, wartet mal. Kommt es erst am Monatsende? Vermutlich. Ich will aber schon mal direkt was anderes machen. Nämlich, wir haben noch die Möglichkeit, eine weitere Richtlinie zu erlassen. Und das will ich unbedingt tun. Nämlich hier. Die Feder hängt vom Schwert ab. Bringt uns nochmal plus 10% Einheitenlimit. Und vor allem plus 1 diplomatische Reputation. Also dann nochmal ein Bonus für unsere Renitenten. Wie kommt denn das bitte? Zählt dort... Ah, da zählt offenbar... Die relative Stärke ist jetzt wirklich um 10% gesunken. Hat er jetzt hier schon das potenziell neue Einheitenlimit im Blick gehabt? Das ist ja großartig. Okay, so jetzt gucken wir mal, was das jetzt wirklich bedeutet. 28. Gut, wir haben 23. Also ich denke, wir können 5 in den Durst. Das, denke ich, sollten wir uns leisten können. Also werden wir jetzt 10 weitere Regimenter ausheben. So, und ich werde dafür 5 Infanterie. 3, 4, 5. Nee, warte mal. Oder? Ja, doch, machen wir 5. Dann nehmen wir nochmal 4 Kanonen, 2, 3, 4 und eine Reiterei. So, gut. Das hat uns jetzt diese 10.000 Mann Rekrutenreserve auch noch gekostet. Aber wir werden es verkraften. Und jetzt, wo das Freiheitsbestreben so runter ist, können wir es möglicherweise auch wagen. Ich werde mal hier die Armee voll finanzieren, jetzt endlich den Hamburgern mal zu helfen und zu verhindern, dass dort die Revolution Einzug erhält. Frankfurt hat Nassau den Krieg erklärt.
Interessant. Ist Nassau, müsste Ferrara jetzt nicht mit im Krieg sein? Nee, wenn Katholiken sich untereinander angreifen, dann gilt das nicht, ne? Nee. Ah, schade. Schade, schade, schade. So, mit wie vielen Leuten ziehen wir da rein? 24.000 ist mir fast noch ein bisschen zu wenig. Gegen diesen unfassbar guten Anführer, Kuno Vollmer. Na, mal gucken, wie lange warten wir da? Mecklenburg bricht wieder das Bündnis. Sehr gut, ja. Weil das Freiheitsbestreben wieder deutlich gesunken ist. Hervorragend. Münster hat Köln als Rivalen. Ich hoffe, das ändert nichts an der guten Haltung. Ja, das ist alles noch in Ordnung. Sehr schön. So. Ja, jetzt haben wir... Das ging jetzt aber schnell. 28.000. Oh, und unser General ist tot. Na gut, der wollte sich wahrscheinlich dieser Aufgabe nicht mehr stellen. Eigentlich brauchen wir einen neuen, können uns den im Moment aber nicht leisten. Weil wir nicht die 50 haben, aber das kommt gleich. Den brauchen wir natürlich. Ohne den können wir jetzt hier nicht in so eine Schlacht gehen. So, Florian Lieb, 301. Oh Gott, naja. Wir müssen nehmen, was da ist. Da fällt mir ein, die Flotte hat immer noch nicht den Admiral zugeteilt. So, was ist hier passiert? In Münster ein neuer Herrscher. Preußen warnt Stettin. Russland. Oh, Münster warnt den Kirchenstaat. Auch nicht schlecht. So, jetzt. Ist jetzt der Moment gekommen? Ne, wir warten nochmal auf die nächste Kanone. 30.000. Jetzt werden wir... marschieren. Von welcher Seite können wir nach Ramburg reingehen? Ich glaube von Holstein. Oder? Gibt es eine bessere Seite? Warte mal, jetzt habe ich das nicht geguckt. Lüneburg und Stade. Ne, dann ist ja alles gut. Jetzt werden wir da reinmarschieren. Na, den nehmen wir jetzt auch noch mit. 31 gegen 22.000. Das müsste doch möglich sein. Wie, wir kommen da nicht rein? Ach so, wir haben keinen... Okay. Dann müssen wir natürlich noch uns militärischen Zugang holen. Ja. Sehr schön. Und auf geht's. Ja, wir haben zu viele Beziehungen, aber es kommt... Es kommt zur Schlacht. Jetzt können wir mal ein bisschen langsamer machen, um uns das anzuschauen. Oh Mann. Kampf den Revoluzern. Geht ganz gut los, obwohl Kuno Vollmer natürlich der Hammer ist. Oh, und er ist auch noch Waffenmeister, was ihm nochmal mehr Kampfstärke bringt. Unsere Moral ist auch schlechter. Ah, ja. Gut, der Gegner hat erstmal deutlich mehr Verluste. Das ist immerhin ganz schön. Und jetzt schlägt er aber zu. Schlecht. Könnten vielleicht die Hamburger, die könnten doch eigentlich auch mal helfen jetzt in dieser Situation. Florian Lieb, du machst Sachen nicht so gut. Oh mein Gott. Tatsächlich, sie helfen. Sie haben es gemerkt. Sie haben es gemerkt und unsere Verbündeten helfen. Unsere Vasallen helfen auch. Hamburg ist befreit, Leute. Das war allerdings recht kostspielig für uns. Aber das musste einfach sein. Das konnten wir jetzt nicht so stehen lassen. So, und es ist unten geblieben. Es ist unten geblieben. Sehr schön. Obwohl wir... Das finde ich erstaunlich. Wir haben jetzt hier... Naja, wir hatten, glaube ich... Obwohl, als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten wir auch nur 23.000 oder 24.000. Das kommt schon hin. Nein, alles gut. Alles gut. Okay. Da sind wir beisammen. Verluste und zu viele diplomatische Beziehungen. Oh ja, wir müssen das sofort wieder aufkündigen. Und wir werden den Unterhalt wieder so etwa auf die Hälfte setzen. Okay, plus 9, noch was. Das ist okay. So, ein neuer Herrscher.
in den Niederlanden. Hamburg können wir den Diplomaten abziehen. Tut sich hier irgendwas, wenn wir jetzt hier theoretisch angreifen? Ist immer noch dieselbe Situation. Ferrara ist immer noch mit bei. Preußen hat übrigens Probleme. Die haben Schulden. Ja, ja, ja. Die Armee ist noch lange nicht auf den 60.000, auf dem Level, wie sie sein könnte. Alles nicht die besten Bedingungen für so einen Kriegszug. Naja, ich wollte ja eh erst mit Auslaufen dieses einen ungünstigen Modifikators eigentlich durchstarten. Plus 35% ist mir fast noch ein bisschen zu früh, hier weiterzumachen. Das warten wir einfach nochmal ab. So, Hessen, Frieden, Frankfurt, volle Annexion. Oh Mann, jetzt wird Frankfurt auch noch stärker. In dieser Konstellation. Naja. So, und Oskar Lieb, ein Staatsmann, ist gestorben. Oh, Gott sei Dank ist ein neuer Mann mit der Reputation dabei. Die Frage ist, brauchen wir ihn jetzt noch? Wir haben auch ohne ihn nur 35%. Das ist eigentlich sehr okay. Überhaupt, wir könnten auch mal hier die... Oh ja, wir müssen das mal rausnehmen. Das ist, glaube ich, können wir uns auch erlauben. 38%, um es mal wieder auf 100 hochgehen zu lassen. So, und jetzt gucken wir mal, was für einen Berater wir ansonsten nehmen könnten. Ja, wir könnten noch Handelseffizienz... Wobei, eigentlich haben wir kein wirkliches Geldproblem, ne? Entweder Alexander Fick oder Albrecht Grünewald. Obwohl, der bleibt ja. Das ist ja noch eine Option. Der ist noch jung. Ich glaube, wir nehmen erstmal ihn. Wobei, das ist ja ein Zweier. Der wird das... Diese 10% wird vermutlich nicht seine Mehrkosten ausmachen. Macht das dann überhaupt Sinn? Na gut, wir bekommen mehr diplomatische Macht, die wir im Moment gar nicht so sehr brauchen. Wir nehmen ihn trotzdem erstmal. So, wir können eine Mission wählen. Rekrutenreserve erholen, sehr schön. Das nehmen wir gerne mit 90%, das wollen wir auch haben. Das passt schon. Ja. Ferrara hat Venedig den Krieg erklärt. Das könnte jetzt unser Moment sein, Leute. Das könnte unser Moment sein. Leider ist es ein... Naja, mal gucken. Also so... Gegen wen sind sie dann noch im Krieg? Ja, wir beobachten das mal, was hier los ist. Oh, mit Frankreich zusammen gegen Venedig und Ansbach. Und was ist das? Ach, Münster ist mit im Krieg. Nein! Auf der Seite von Ferrara allerdings. Gut, das heißt natürlich, in dieser Situation können wir den anderen Krieg nicht führen. Ja gut, insofern nützt uns das gar nichts. Jetzt müssen wir fast schon Münster die Daumen drücken, dass sie jetzt keine zu hohen Verluste einstecken, aber ich weiß nicht so richtig. Ungünstig. Sehr, sehr ungünstig. Das nächste Problemchen. Ferrara wäre trotzdem auch noch mit dabei. Und in Preußen ist auch immer noch das Schuldenproblem akut. 1016 Schulden. Das könnten wir selber im Moment noch gar nicht bezahlen. Ja, wir sehen immerhin, was die Armee aus Münster alles so macht. Wieso marschieren die da oben hin? Gibt es da noch einen Kriegspartner, den ich jetzt gerade nicht gesehen habe? Oder verfolgen die da nur eine Armee? Ein bisschen merkwürdig. Was machen die da hier, die Franzosen? Oder die gehen irgendwie den Riesenumweg, um aus irgendwelchen Gründen auf diesem Wege nach Venedig zu kommen. Hier ist ja alles möglich, ihr wisst das.
Ja, ich vermute mal, Venedig hat überhaupt gar keine Chance bei dieser Sache. Oh, und wir haben eine brillante Regierung. Das wusste ich zwar schon immer, aber jetzt ist das auch nochmal bestätigt worden. Nassau-Frieden mit Frankfurt, volle Annexion. Oh Gott, Frankfurt wird ja immer mächtiger. Dieser Plan, Frankfurt anzugreifen, wird immer blöder. Fällt mir. Oh Mann. Ist es möglicherweise fast schon besser, ein Krieg gegen Holland, Brandenburg und Dänemark zu führen? Aber Brandenburg, schaut euch Brandenburg mal an. Naja, wir haben erstmal eine brillante Regierung. Geld oder Prestige? Das. Tja. Ich würde mal sagen, das würfeln wir einfach mal aus. Wie unser Mann da tickt, wir wissen nicht, ob ihm Prestige wichtig ist. Ich würde ja sagen, Prestige ist wichtig, aber man weiß es nicht. Und er würfelt schon wieder eine 1. Geld ist nicht schlecht. Wir bekommen 67 Dukaten. Na toll. So, wir gucken mal, was Brandenburg hier zu bieten hat, ja. 60.000. Die Niederlande haben schätzungsweise 45.000. So ein 105.000. Dann werden die Frankfurter, die werden bestimmt auch schon 15, vielleicht sogar 20.000 dabei haben. Boah. Wir haben 70.000. Die Preußen kommen hier nicht vom Fleck. Eieieiei. Die haben 20. Oh Mann, Mann, Mann. Das ist nicht wirklich ein überzeugender Moment, hier diesen Krieg zu beginnen. Aber leider, leider kann man nicht wirklich Einfluss nehmen auf die Verbündeten. Korea annektiert Mandschurei. Das wünschte ich mir irgendwie, dass man diplomatisch noch irgendwie Keile zwischen die anderen Verbündeten schieben könnte. Das wäre irgendwie eine coole Sache. Ja. Ne, hier bleibt alles beim Alten. Ah ja, und wir haben wieder Eifer ganz oben. Dann denke ich mal, wir müssen ihn nicht auf Stabilität jetzt bringen. Unruhe ist kein Thema. Wir können so lange eigentlich dann auf Handel gehen. Das ist völlig in Ordnung. Jetzt, wo das Freiheitsbestreben wirklich endlich vom Tisch ist, denke ich mal. Das wird nicht mehr wiederkommen, das Thema. Außer wir verlieren natürlich unsere gesamte Armee. Das könnte dann noch mal eine Rolle spielen. Ja. Wie entwickelt sich der Krieg hier? Ferrara gegen Venedig? Na, wahrscheinlich wie es zu erwarten war. Ja, plus 11. Das wird Ferrara gewinnen und natürlich dann noch stärker werden. An der Bündnislage hat sich auch nichts verändert. Ja, wie gesagt, der zweite Weg wäre, Dänemark anzugreifen. Und dann mit Niederlande und Brandenburg im Krieg zu sein. Was ich ebenfalls durchaus als heftig empfinde. Was ist denn hier los? Wieso verlieren die schon wieder Soldaten? Was machen die Preußen da? Oh nein, jetzt ziehen sie wieder ein bisschen was zusammen. Aber die hatten doch schon 34.000. Ich verstehe das nicht. Kaufleute verlangen mehr Importe. Ja. Das kennen wir schon. Wir werden hier handelsmäßig agieren. So wie unser Bürgermeister tickt. Ich kurz. Guck hier nochmal kurz. Heißt das hier minus 10? Die Gilden? Nee, das geht nicht. Das werden wir erhöhen auf das gewohnte Mindestmaß. Tja, ja. Gilden drängen auf merkantilistische Reformen. Nee. Wir werden als Händler uns dagegen wenden. Wir können es uns nicht erlauben, die Sackgassen weiter zu erforschen. Wir bekommen weiter diplomatische Macht. Aber wir müssen hier wieder was tun für die Gilden. Oh Mann, Mann, Mann. So. Gut. Wow. Die nächste Wahl steht an und erfolgreiche Botschaft. Unsere Botschaft erzielt bei den ausländischen Höfen sehr gute Erfolge. Prestige bekommen wir, das ist schön. Und die zweite Wahl für Adalbert Tiedemann. Jetzt muss er eins oder zwei würfeln, um dabei zu bleiben. Ansonsten bekommen wir einen 9 und er würfelt eine 6.
Ja, das heißt, Neuwahlen stehen an. Er gehört also zu den vielen Bürgermeistern, die 8 Jahre geschafft haben. Das ist relativ klar. Da brauche ich gar nicht groß überlegen. Wir würfeln und eine 0 wird gewürfelt. Das heißt, es gibt einen, das ist wie eine 10, es gibt einen Gildenbürgermeister. Das ist aber sehr überraschend. Also ein bürokratischer Kandidat, Thomas Soltau. Und die Gilden erhalten damit wieder an Einfluss. Und wir bekommen administrative Machtpunkte, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Gut, Leute, das wäre es erstmal. Die Sache ist leider wieder in eine Sackgasse geraten. Leider, leider. Auf diese Art und Weise erreichen wir vielleicht doch noch das Jahr 1820. Wer weiß. Indem es immer wieder eine neue Hoffnung, einen neuen Weg gibt und dann ein neues Problem. Tja, ich gucke mir nochmal die genaue Macht- und Gemengelage hier nochmal an zwischen Brandenburg und also zwischen diesen potenziellen Kriegszielen. Bin im Moment nicht wirklich überzeugt davon. Aber gut, wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwall.